Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem neuen Filmtalk hier aus dem Uferpalast. Es ist der 11. Filmtreff und der 25. Filmtalk, also eine kleine Premiere für uns, ein Jubiläum. Ich hoffe, es wird wieder super, ihr habt Spaß daran, freut euch auf die Tipps, auf die Gäste. So ihr Lieben, unser erster Gast ist der Frank Montenbruck. Frank, kommst du einmal zu mir? Hallo Frank. Dich kennt man ja aus Stromberg. Das ist ja etwas, glaube ich, was du wahrscheinlich als Stempel auf der Stirn hast. Das wirst du in 10 Jahren noch hören. Das wirst du wahrscheinlich immer hören, oder? Das vielleicht noch in 30 Jahren. Also den Stempel kriege ich nicht mehr los, Stromberg. Aber war eine coole Sache, war eine schöne Zeit. Wir haben 10 Jahre gedreht, 5 Staffeln plus einen Kinofilm. War ja auch einer der erfolgreichsten Serien, die es überhaupt je in deutschen Fernsehen gegeben hat. Ne? Muss man so sagen. Kommt denn da noch was? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es ist ja schön, dass ja die Leute, die aus der Serie waren, ja auch in dem Film wieder eingesetzt wurden. So hattest du ja dann deinen Auftritt auch im Film, ne, im Stromberg-Film. Ja, ich weiß nicht, ich meine, eigentlich ist das ja so erfolgreich, dass es normalerweise weitergehen müsste. Also da weißt du jetzt wirklich nichts Genaues. Christoph Maria Herbst hat ja jetzt nicht irgendwie was angedeutet, wir machen noch einen zweiten Film oder irgendwas. Wenn ich es wüsste, dürfte ich es ja auch nicht sagen. Also, du kennst das Spielchen ja. Ne? Nein, aber was will man dann aus dem Großraumbüro noch erzählen? Das Schlussbild war ja, wie er aus dem Büro rausging. Wir standen ja unten alle, haben unsere Musik gemacht. Und dann war er ja wieder zurück in Berlin. Also sind wir wieder außen vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit Stromberg weitergeht. Okay, wäre schade. Aber man weiß ja nie. Ne? Irgendwann braucht er vielleicht auch nochmal wieder Geld. Und dann, ja, dann macht er das. Ne? Wie bist du zur Schauspielerei gekommen eigentlich? Wann sind denn deine Anfänge? Meine erste Rolle, oder beziehungsweise kleine Rolle, 4, 5 Sätze, das war im Tatort Münster, als der erste Tatort Münster gedreht wurde, der dunkle Fleck. Und da habe ich gedacht, ich möchte gern mehr machen, das hat mir gefallen. Also ich hatte die Rolle auch gewonnen durch ein Casting und bin dann nach Köln gezogen. Ich habe zu Frau und Kind gesagt, ihr müsst mit nach Köln. Und ich bin auch erstmal Bahn gegangen, ne? Nicht alles sofort, alles lief gut und so. Nein, überhaupt nicht. Ne? 2003 kam dann das Casting für Stromberg. Da hat die Regie sogar selber das Casting gemacht. Ich muss immer dazu sagen, jeder Komparse, jede Nebenrolle, jeder Hauptdarsteller bei Stromberg wurde handverlesen ausgesucht. Da, bei jedem Aussuchen war die Regie dabei gewesen. Ja, auf jeden Fall rein, Büroszene nachgemacht und Regisseur sagt sofort am Kragen gepackt, im nächsten Büro rein, Vertrag unterschreiben. Das war halt bombastisch. Ne? Und dann fing das natürlich immer weiter nach oben. Ne? Also, war super. Hätte ich nicht mit gerechnet. Das heißt, du bist im Grunde so da reingeworfen worden. Du hast Spaß entdeckt, hast gedacht, das will ich gerne machen und dann kam halt direkt sowas. Wie hat sich das denn weiterentwickelt? Hast du dann gesagt, okay, ich muss vielleicht an mir auch ein bisschen arbeiten, nehme vielleicht ein bisschen Unterricht noch mehr, vielleicht Coaching und sowas oder wie sieht das aus? Ich habe 1, 2 Workshops besucht, in Stimme, sprachlich und so, ein bisschen trainieren. Mehr habe ich nicht gemacht. Also dann habe ich halt immer durch, wenn ich gebucht wurde, du lernst ja direkt vor der Kamera. Lernst du ja am besten. Ne? Ich sage, komm, habe ich versucht, die mit Olivia Jones den Werbespot mitgedreht und hier da mitgedreht und das gemacht. Und dadurch lernst du ja immer mehr, wie du dich vor der Kamera verhältst, wie du sprichst, was du machst. Ne? Oder halt auch viel Gestik mit dem Spiel. Ne? Aber wenn jetzt irgendwelche besonderen Angebote noch kommen, dann würdest du aber auch sagen, okay, da muss ich dann doch vielleicht noch ein bisschen was tun und mache auch noch mal was. Und vielleicht noch mal ein Coaching oder irgendwas? Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall, weil ich habe jetzt eine neue Schauspielagentur in Berlin. Und beim nächsten Agenturtreffen wird auch wieder vereinbart, dass jeder Schauspieler so einen Workshop wieder macht. Und da bin ich wieder auch auf jeden Fall dabei. Das klingt doch super. Wo hat man dich denn sonst noch gesehen? Also Stromberg, klar, ist das bekannteste, Tatort Münster, hast du gesagt. Hast du noch irgendwas gemacht in der letzten Zeit oder gibt es aktuell irgendwas, wo wir dich sehen? Aktuell ist ein Werbecasting gelaufen. Wer der Werbepartner ist, darf ich noch nicht sagen. Und Recall, sehr gut überstanden. So gut, ich bin auch dabei, so wie es aussieht. Und der Dreh wäre dann für eine Woche in Polen, also in Warschau wird dann gedreht. Also ist riesengroß. Aber wer dabei ist, darf ich auf jeden Fall sagen, das ist auf jeden Fall mit Dirk Nowitzki. Mhm. Ja, und das wird eine super Sache. Ja, und dann hatte ich vor ein paar Monaten war ich wieder beim Tatort Münster dabei. Das darf ich ruhig schon sagen. Da war die Rolle auch schon ein bisschen größer gewesen. Ich muss dazu sagen, der Axel Prahl hat mich sogar wieder erkannt. Nach all den Jahren sagt er, dein Gesicht kenne ich. Ja, ich sag nur dunklen Fleck, Peter Brinkmann, da wusste ja sofort Bescheid, alles klar. Ja, und dann stehen noch 2 Kinofilme offen und dann, also ich bin zufrieden, so wie es läuft. Ich bin überhaupt, weil viele sagen, ich hätte bei Stromberg ja so gut wie keinen Sex gehabt. Ne? Du bist ja nichts. Ne? Ich sag, wenn ihr das alles meint, dann bin ich nichts, gut, kann ich nicht leben, aber den Regisseur war es wichtig,
das Gestik-Mimik-Spiel, weil jeder verkennt, Comedy zu drehen, ist hammer, hammer, hammer schwer. So, und dann versuch du mal, wenn Christoph Maria Herbst neben dir steht und versucht einen Joke nach dem anderen, lach du mal nicht. Dann bist du Schauspieler, dann hast du es drauf. Und das habe ich geschafft. Das stimmt. Ich meine, du hast ja auch eine ganze Menge Fans, so ist es ja nicht. Jetzt auch bei Facebook. Hast du auch einen YouTube-Kanal, wo ein paar Sachen von dir drin sind, oder machst du bisher alles bei Facebook? Ich mache hauptsächlich alles bei Facebook. YouTube-Kanal ist gerade noch im Aufbau. Da will auch demnächst ein paar Sachen kommen, bis ich mit meinem neuen Projekt nächstes Jahr fertig bin, weil ich plane einen Fußball-Charity-Event nächstes Jahr. Zugesagt haben schon Joel Kelly und Pietro Lombardi und einige andere Künstler. Die verraten wir noch nicht. Wird auf jeden Fall eine schöne Sache. Und deswegen wird es auch den nächsten YouTube-Kanal von mir geben. Verstehe, das klingt ja auf jeden Fall schon mal ganz gut. Jetzt sind wir ja hier beim Film-Talk. Da hätte ich natürlich gerne auch von dir einen Film-Tipp. Etwas, wo du vielleicht nicht mitgespielt hast, was dir trotzdem gefallen hat, was du vielleicht gesehen hast, wo du gesagt hast, hey, fand ich ganz gut, könnte ich als Tipp geben. Also wo ich gerne dabei gewesen wäre, das war ja der neue Film Ghostbusters, der mit den Frauen. Aber ich war ja leider nur Frauen. Ich durfte ja nicht. Ich habe mich ja beworben, aber nein, da waren nur Frauen. Hammerfilm kann ich nur empfehlen. Ich habe auch leider nicht alles sehen können, aber total lustig. Also ich finde dann noch besser als der eigentliche Film, also das mit den Männern. Also ich finde das mit den Frauen irgendwie besser. Das ist natürlich spannend, weil wir hatten ja einen Filmtalk schon, da war der Sven Esch hier und der hatte den alten Ghostbusters empfohlen und da haben wir beide über den neuen Ghostbusters ganz furchtbar abgelästert und ich habe gesagt, dass ich den auf keinen Fall empfehlen werde, weil der Trailer so schlecht war. Jetzt muss ich natürlich ehrlich sagen, dass ich den zweiten Trailer gesehen habe und der war schon besser. Gut, gucken werde ich den Film vielleicht trotzdem nicht, ich bin mir nicht sicher, aber jetzt haben wir jemanden hier, der ihn empfohlen hat, das heißt, wir gucken uns jetzt mal den Trailer an, ich hoffe, den zweiten. Es wird euch jede Nacht heimsuchen. Was immer sie auch sind. Niemand sollte auf etwas derart Böses treffen müssen. Abgesehen von euch, ihr Mädels packt das schon. Oh, gut, danke. Irgendjemand versucht, die Toten in New York zu entfesseln. Und wir können das vielleicht als Einzige verhindern. Warum bediene ich nochmal den ungetesteten Nuklearlaser? Du hast die längsten Arme. Feuer! Oh, oh, oh. Diese Frauen sind einfach nur traurig. Sie hat sich bestimmt nur versprochen. Traurige, gelangweilte, einsame, traurige Frauen. Oh. Hallo, ich komme wegen dem Job an der Rezeption. Hi, du bist eingestellt. Gott, du schwitzt ja. Da draußen brauchen Menschen unsere Hilfe. Okay, ich weiß. Wir müssen eine Gruppe gründen und was bauen, um diese verfluchten Geister zu bekämpfen. Das ist genau das, was wir hier schon längst machen. Wir sind die Ghostbusters! Irgendwas Großes kommt auf uns zu. Ich glaube, das Wort, das du suchst, ist Apokalypse. Ich mach dir Feuer unter deinem untoten Hintern. Und dir auch. Und dir erst recht. Wir wollen doch keine Massenhysterie. Verlasst alle die Stadt! Verlasst alle die Stadt! Kevin, gehst du ans Telefon? Geht nicht, liegt im Aquarium. Das da auf dem Tisch. Ach das? Ja. Wie heißt der Laden nochmal? Institut für metaphysische Untersuchung. Klar, Ghostbusters. Patty! Nicht bewegen! Du hast da einen... Nein, mir reicht's. Nein, nein, nein. Ich drehe mich jetzt um und hau ab. Was meint ihr? Ich halte das für keine gute Doch, Idee. Doch, ich werde jetzt abhauen und keiner verärgert den Geist. Echt, ja? Der Trailer war ja wirklich ganz witzig und du fandst ihn echt gut, ne? Ich fand ihn gut. Also für mich, ich habe gelacht, ich habe meinen Spaß gehabt. War super, kann ich nur empfehlen. Ich meine, die Geschmäcker sind ja verschieden, ne? Also muss jeder für sich selber finden, ne? Aber ich finde ihn halt super. Also ich würde mir nochmal angucken, auf jeden Fall. Okay, das klingt natürlich gut. Also er hat ihn empfohlen. Ich bin mir nicht sicher, da ich ihn nicht gesehen habe. Vorher habe ich gelästert. Aber okay, ihr habt den Trailer gesehen, er hat ihn empfohlen. Dann schaut ihn euch an. Mein lieber Frank, ich danke dir, dass du hier warst. Wir wünschen dir viel, viel Erfolg für alles, was da noch kommt. Und wenn irgendwas ist, wir sehen es ja bei Facebook, dann gibst du Bescheid, wenn tolle Sachen mit dir wieder zu sehen sind. Ja klar, auf jeden Fall. Super. Ich danke dir. Frank, ciao. Wir sind Christian und Werner von Psycho Productions. Man sieht es auch hier, ne? Das sind die... Ist das eine Zecke? Das ist eine Zecke, ja. Und was hat die Zecke mit Psycho Productions zu tun? Ist unser ständiger Begleiter, wenn wir unsere Horrorfilme meistens im Wald, vor allem früher, fertiggestellt haben und haben da immer schöne Andenken mitnehmen dürfen. Ah, okay. Und da habt ihr gedacht, da die immer dabei sind, dann bleiben sie auch als Logo was dabei. Ja, cool. Wo kommt ihr her? Aus Silchede, wie auch schon auf dem T-Shirt zu sehen ist. Das ist ein kleines Dorf, ein Außenposten von Gevelsberg im Ruhrgebiet, also am Rande des Ruhrgebiets. Ja. Da kommt ihr. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt da was zu machen? Ich meine, da ist ja jetzt nicht unbedingt die Hochburg für Film. Vielleicht kommt man dann gerade auf Ideen, irgendwas Schräges zu machen, oder?
Ja, wir haben uns zur Schulzeit kennengelernt und haben dann, als wir so 16 rum waren, irgendwie sind wir an eine Kamera gekommen. Und auf dem Dorf hat man Langeweile und so hat sich dann das Ganze etwas weiterentwickelt über die Jahre, sag ich mal. Ja. Also mit 16, das heißt, ihr macht schon eine ganze Weile was zusammen. Was für eine Qualität hat das schon? War das damals schon eher so der Horrorbereich oder war das eher noch, ja, wir machen einfach mal? Ja, damals ging es eigentlich in erster Linie, dass wir irgendeinen Splatter-Effekt umsetzen wollten und damit das dann nicht nur so platt dieser Effekt ist, haben wir uns noch eine kleine Alibi-Geschichte immer ausgedacht dafür und haben dann die Ketchup-Vorräte meines Vaters geplündert und sind dann mit dem Wald gegangen und ja, dann hatten wir irgendwann mal eine Pause, als wir weiter zur Universität gegangen sind und später dann nochmal überlegt, was zu machen und dann aber vielleicht doch die Story in den Vordergrund zu rücken und da ein paar Effekte einzubauen. Okay. Und ja, auch auf jeden Fall die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen, um möglichst hohe Qualität zu erreichen. Das klingt ja schon mal ganz gut. Also das heißt, ambitioniert angefangen, dann studiert und tatsächlich eine Pause gemacht. Das heißt, erstmal den Augenmerk aufs Studium gelegt, denn irgendwas studiert mit Medien oder so, was dann so ein bisschen dahin führt. Beide nicht, er verneint. Beide, echt beide nicht? Überhaupt gar nicht. Wir hatten mal, oder ich hatte zumindest mal überlegt, mal zur Filmhochschule zu gehen. Aber das hat sich irgendwie alles nicht ergeben damals und quasi hobbymäßig hat sich das dann so entwickelt. Ich habe Philosophie und Germanistik studiert. Na gut, das kann einem vielleicht sehr nützlich sein, wenn man Drehbücher schreibt, aber speziell mit Medien habe ich halt auch keinerlei ausbilderische Fähigkeiten erworben. Okay, also habt ihr euch das alles selbst beigebracht, ja? Und klar, das größte Problem ist ja immer die Finanzierung dieser Sachen, ne? Das heißt, seid ihr denn irgendwann aus dem No-Budget-Bereich raus? Seid ihr dann auch schon in den Low-Budget oder seid ihr auch immer finanziert worden mit euren Sachen? Ihr habt ja jetzt einen Langfilm gemacht. Wie sieht das denn aus? Was waren denn die ersten Sachen von euch? Also zum Budget kann man sagen, ich weiß ja gar nicht, wo gibt es eine offizielle Grenze, wo der Low-Budget-Bereich anfängt und der No-Budget-Bereich aufhört. Also unsere Projekte kosten alle sowas im kleinen vierstelligen Bereich, die längeren Projekte. Und zum Glück finanzieren die sich mittlerweile von selber. Also vorher war das halt ein teures Hobby und mittlerweile läuft es von selbst, so ein bisschen. Ja, von selbst. Man muss ja schon was verkaufen. Ne? Deswegen haben wir ja auch eine wachsende Merchandise-Abteilung mit T-Shirts und Actionfiguren haben wir noch nicht, aber Poster und dann haben wir noch DVDs für unseren Kurz- und Langfilm und ja, das finanziert sich doch mittlerweile. Das finanziert sich mittlerweile, okay. Das heißt, ihr steckt das Geld erstmal vor und dann schaut ihr halt, dass ihr durch den DVD-Verkauf und durch T-Shirts und Krams und so das Geld wieder reinbekommt, um dann den nächsten wieder zu finanzieren. Ja. Jetzt ist das euer erster richtig Langfilm oder ist das dieser König der Kannibalen oder gab es vorher schon einen Langfilm? Es gab schon einen Langfilm, den ersten Film, den wir wirklich veröffentlicht haben, Das Geheimnis der Zauberpilze. Das ist so eine Art Recycling unserer ganzen jahrelangen kreativen Schaffensphase davor. Und ja, haben wir die ganzen Ideen nochmal aufgegriffen, alles in eine riesige Story gepackt und da den ersten 90 Minuten dann erstellt. Habt ihr den denn dann direkt gut vermarktet bekommen? Ja, einigermaßen. Wir haben damals 1000 DVDs produziert in Eigenregie und das komplett bezahlt selbst. Und das hat sich dann erst durch die kommenden Projekte, die danach kamen, wieder finanziert. Also das Geld haben wir danach erst wieder reinbekommen. Also war damals eine ziemlich teure Angelegenheit, aber so über die Jahre hat sich das doch dann ganz gut verkauft. Der Strom hat nicht vergessen. Ah ja, der Film wurde auch, aber da haben wir kein Geld für gekriegt. Ja, der Film wurde auch, wir haben international die Rechte für Das Geheimnis der Zauberpilze an eine international bekannte Trash-Produktionsfirma aus den USA abgetreten, Troma. Dürfte ganz gut bekannt sein. Nur, ja, finanziell gelohnt hat sich das nicht, aber es ist ganz gute Werbung international gewesen. Die haben dann eine DVD rausgebracht, wo unser Film drauf war und noch zwei andere deutsche Produktionen. Und dann war es so als deutsches Gesamtbundle vermarktet international halt. Ja, das ist ja eigentlich schon ziemlich cool, oder? Also das doch, finde ich, ist eine tolle Referenz. Ja, cool ist es auf jeden Fall, dass wir finanziell dabei leer ausgegangen sind und unsere Rechte für 30 Jahre abgegeben haben, ist nicht ganz so cool, aber ja, da hat man auf jeden Fall erstmal irgendwie so einen Fuß in der Tür, sonst hat man nicht die Möglichkeit wirklich, dass man in den USA veröffentlicht wird und ja. Das stimmt und dann habt ihr daraufhin dann gesagt, okay, das hat eigentlich schon mal ganz gut geklappt und jetzt machen wir unseren nächsten Langfilm, den König der Kannibalen, ja, nein? Nein, wir haben gedacht, wir machen noch einen anderen Langfilm, den Fluch der Zauberpilze, den haben wir dann ja so pompös geplant mit so einer großen Cast und so vielen aufwendigen Effekten mit Massenschießereien à la John Woo in Fabrikhallen und ja, haben wir dann bei der Umsetzung gemerkt, dass das doch alles ein bisschen zu groß für unsere Verhältnisse ist und dann haben wir erstmal Kurzfilm wieder gemacht und aus dem Kurzfilm haben wir dann eine Idee gesponnen
war ein Film, den wir vielleicht realistischer umsetzen können, so nebenbei in einem Jahr. Hat dann auch 5 Jahre gedauert, aber... 5 Jahre hat es gedauert, okay. Das heißt also, aus dem Plan wurde nichts, aber ihr habt dann trotzdem was geschafft. Ja, wir haben es letztendlich trotz vieler Zweifel und Probleme geschafft, ihn fertigzustellen und sogar einen Vertrieb zu finden, der ihn veröffentlicht. Hey, das passt doch alles. Also den Film haben sie uns natürlich auch mitgebracht, das heißt, den Trailer schauen wir uns mal an. Wenn er jugendfrei ist, das müssen wir noch klären halt, ne, was man daraus machen kann oder ob man da vielleicht nur Fotos zeigen darf oder was auch immer. Gucken wir uns den erstmal an. Film ist Kunst, ja, und Kunst hat die Aufgabe, die Absurdität unserer soziokulturellen Existenz wiederzuspiegeln, ja, nichts anderes. Zeit verläuft nicht wirklich linear. In Wirklichkeit verläuft die Zeit in Zirkeln. In einem nie endenden Prozess. Lang lebe der König der Kannibalen. Hört mal, Ido, ich bin der letzte Kannibale. Hm? Wozu brauche ich einen König? Ja, spannend. Und jetzt haben wir hier das Poster dazu. Also das sieht ja schon sehr vielversprechend aus. Ich finde es super. Er hatte mir auch eben gesagt, das ist natürlich inspiriert von... Das letzte Abendmahl. Man sieht auch hier den Messias. Im Englischen haben wir dem Film den Titel Cannibal Messiah gegeben, da er auch im Film halt der Kannibalen-Messias ist. Und da drumherum sehen wir seine 12 Jünger und die Hohepriesterin Johanna mit dem Analintruder. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall sehr cool. Ja, gut, danke. Dann müssen wir wieder runter, damit wir den Werner auch wieder sehen. Okay, wie sieht es da aus mit der Finanzierung? Habt ihr da schon wieder alles drin? Habt ihr die Produktionskosten drin oder muss da noch ein bisschen was passieren beim DVD-Verkauf? Es muss immer was passieren beim DVD-Verkauf, aber wir haben auf jeden Fall die Kosten schon für den Film drin und finanzieren damit auch schon gerade unser nächstes Projekt. Sehr cool. Was ist das nächste Projekt? Nocta. Ja, das ist eine Art Kammerspiel über eine 40-jährige Jungfrau, die in einem christlich-fundamentalistischen Haus großgezogen wird und sein Vater an seinem 40. Geburtstag mal außer Haus ist und er die Möglichkeit nutzt, eine Geburtstagsparty zu feiern, die erste in seinem Leben, denn vorher war ihm sowas verboten. Ach was, okay. Gibt es da auch viel Splatter oder ist das tatsächlich eher so ein bisschen Psycho? Nee, also es ist in erster Linie ist auch wie eine Komödie mit viel Situationskomik und aber auch viel Splatter. Aber es braucht ein bisschen, es entwickelt sich erstmal. Also wer den Film, ich glaube, eine Stunde sieht, da könnte auch denken, es ist vielleicht nur eine ganz normale Trash-Komödie. Okay, also spannend. Das heißt, da braucht ihr aber noch ein bisschen Geld, um das zu finanzieren und deswegen müsst ihr eure DVD verkaufen. Wo kann man die denn kaufen, die DVD? Ja, die gibt es natürlich direkt beim Erzeuger, also bei uns, unter www.psychoproductions.com oder über Facebook. Die ganzen Links zu unseren Seiten, die findet man auf der Webseite halt, zu Facebook, YouTube. Da könnt ihr uns anschreiben und dann machen wir das ganz unkompliziert. Die DVD kommt dann zu euch nach Hause. Also bestellt die DVD, weil die Jungs sollen ja mal was Neues machen. Das wollen wir dann gerne sehen, oder? Auf jeden Fall. Jetzt sind wir ja hier beim Filmtalk und ihr habt ja bestimmt auch einen Tipp für mich, weil es gibt ja auch noch andere Sachen, die man vielleicht gut findet. Und was gibt es da? Ja. Tropic Thunder ist ein ganz netter Film, wo wir uns gedacht haben, der passt ganz gut zu dem, was wir so machen. Der ist eine ganz gute Mischung aus Comedy, Action, Horror. Horror vielleicht nicht, aber so doch Horror, Splatter. Da ist alles bei, was auch bei uns gibt. Ja, und auch die Art des Humors ist so ziemlich so viel auf der Metaebene eben. Schauspieler, die sich halb selber spielen und selbst bis in den Audiokommentar zieht sich ja der Humor dieses Films durch. Von daher ist das auf jeden Fall ein ziemlicher Tipp von uns. Den Film habe ich auch mal gesehen, der war echt schräg. Vor allen Dingen, dass sich halt auch Robert Downey Jr., also ich meine, der ist ja vollkommen bekloppt dort, auch Ben Stiller. Die Leute sind super. Dann schauen wir uns ja jetzt erstmal den Trailer dazu an. Der Actionheld. Wie läuft diese Adoptionskiste denn so? Nicht so toll. Der Comedy-Star. Glaubst du könntest, was ich kann? Mach davon mal ein Bild. Der Oscar-Preisträger. Mein Werkzeug sind menschliche Gefühle. Lazarus hatte sich einer Pigmentierungsoperation unterzogen, um einen afroamerikanischen Sergeant spielen zu können. Scheiße, ja! Sie sind Hollywoods Topstars. Du darfst nicht sterben, Holly! Traurig, sei ganz, ganz traurig. Sorry, können wir abbrechen? Was ist denn jetzt los hier?
Doch der Film, den sie gemeinsam drehen... Los, drehen wir den größten Kriegsfilm aller Zeiten! Yeah! ...wird plötzlich zur Realität. Das wirkt ziemlich echt! Genau. Das müssen wir nutzen. Jetzt laufen wir hier einfach so durch die Gegend. Wir haben uns total verirrt, Mann. Die Leute gehen endlich wieder nach Hause. Wollt ihr diesen Film wirklich draußen lassen? Typen wie ihr seid echt zum Kotzen. Was meinst du mit wie wir? Was meinst du denn mit wie wir? Oh, scheiße. Wir haben Speedman. Gab es Änderungen im Drehbuch? Wir sind ausgebildete Schauspieler. Ja, Mann! Stehen wir unseren Mann. Von uns kommt vielleicht nicht wieder zurück. Wie meinst du das? Nicht auf demselben Flug? Ben Stiller. Jack Black. Robert Downey Jr. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin der Typ, der ein Typ spielt, der sich als anderer Typ verkleidet. Leg die Brücke! Tropic Thunder. Ja, super. Also das kann man immer wieder schauen, glaube ich. Ist auch nicht für jeden was, ne? Das ist klar, aber ich denke mal, die Leute, die den Film mögen, werden auch eure Filme mögen oder genau umgekehrt oder was auch immer, ne? Ja, also ich finde es super, dass ihr da wart. Ich wünsche euch viel, viel, viel Glück mit eurem nächsten Projekt und Psycho Productions, ne? Dass ihr dann irgendwann mal so groß seid und dann einfach mal was auf die Beine bringt, was vielleicht auch richtig groß im Kino läuft oder so. Ne? Ich meine, hier im Uferpalast ist alles möglich, ne? Also wenn ihr eine Premiere habt, die können wir tatsächlich auch hier mal machen, ne? Also viel Erfolg und wenn ihr was habt, einfach Bescheid sagen. Ja? Danke euch. Ja, danke. Vielen Dank, freuen uns. Danke. So, ihr Lieben, das war's jetzt schon mal wieder mit unserem Filmtalk. Und schauen wir beim nächsten Mal, ist halt dann der 12. Filmtreff, der 26. Filmtalk. Und schauen wir mal, wen wir dann so als Gäste haben. Es ist schon einiges angekündigt, was da kommen kann. Auch wieder eine Filmproduktion. Mal sehen, wen wir an Darstellern da haben. Ich denke mal, das könnte wieder richtig spannend werden. Ne? Und es muss ja auch mein Filmtipp noch kommen. Ich habe als Filmtipp den letzten Jurassic Park, weil ich war mir nicht sicher, ob ich das machen soll, aber ich habe ihn gesehen und ich war halt natürlich ein Fan der alten Jurassic Park Filme und habe gedacht, das ja, war jetzt nicht ganz meine Kindheit, aber zumindest die meines Sohnes und ich fand die Filme toll und habe gesagt, okay, 20 Jahre später oder 25 Jahre oder sogar noch länger, mal sehen, was sie auf die Beine gestellt haben und ich fand es echt cool. Storymäßig natürlich nicht viel Neues, aber die Special Effects waren echt super. Also gucken wir uns da mal den Trailer an. Es geht nicht um Kontrolle. Stehen bleiben. Es ist eine Beziehung. Basierend auf Respekt. Diese Tiere denken, ich will fressen. Ich will jagen. Ich will. Wenigstens eine Sache davon müssten sie doch auch gut finden. Jedes Mal, wenn wir eine neue Attraktion präsentiert haben, stiegen die Besucherzahlen. Das war der Hammer. Die Firma ist der Ansicht, Genmodifikation erhöht den Wow-Faktor. Das sind Saurier, das ist wow genug. Sie sollte größer sein als der T-Rex. Was ist mit ihrer Schwester passiert? Sie hat sie gefressen. Eins der Produkte ist ausgebrochen. Was ist das? Ihr Ortungsimplantat, sie hat es sich rausgerissen. Wie konnte sie das machen? Sie wusste, wo man es hier eingesetzt hat. Oh Gott. Sie tötet zum Vergnügen. Da sind 20.000 Leute. Sie haben keine Boote mehr und nicht genug Waffen. Wenn wir das tun... Dann auf meine Art. Ziel in Sicht. Knallt es ab! Da stimmt was nicht, die kommunizieren. Wir reden hier von einem Tier. Einem hochintelligenten Tier.
Das war der Trailer. Also wem es gefällt, wer Dinosaurier mag, also guckt euch das gerne an. Ich mochte es. So, mein lieber Stefan, heute ist ja der 25. Filmtalk und du bist seit Monaten die Leute hier am Interviewen und ich habe mir gedacht, heute bist du mal fällig. Okay. Wie bist du denn zum Film gekommen? Wie ich zum Film gekommen bin, ja, das fing eigentlich bei mir recht früh an. Also ich habe schon in der Schule, habe ich schon eine Theater-AG gemacht und habe mit Ende der 70er die erste Filmkamera gehabt. Die war so groß, so mit großen Bändern. Und so habe ich angefangen, habe gesagt, wow, das möchte ich auf jeden Fall mal machen. Und bin dann relativ schnell auch auf die Schauspielschule, habe das gemacht, habe gedacht, okay, machst die Schauspielerei und guckst, dass du dann vielleicht auch noch ins Regiefach wechselst. Okay, und was hast du bis jetzt so gemacht? Einiges. Also ich habe gerade frisch angefangen damals und habe mit der Lindenstraße angefangen. Das kam relativ schnell. Dann bin ich ganz kurz vor einer durchgehenden Rolle gewesen, waren nur noch zwei Leute, aber die habe ich nicht gekriegt. Aber eben mehrere Kurzauftritte, war dann bei Unter uns, Die Wache, Top Cops, also alles Mögliche, was in den 90ern so an Serien lief, bei RTL unter anderem auch. Und mir fehlten aber immer noch so der große Durchbruch. Es kam nie so richtig. Ich war immer kurz davor, was natürlich schade war, aber ich habe jetzt die letzten 3 Jahre noch mal ein bisschen mehr gemacht und mir wurde auch gesagt, hey, dein Spielalter ist so groß geworden, die Chance, jetzt was zu machen, ist viel größer als jemals zuvor. Stürz dich noch mal richtig rein und mach. Und das tue ich. Okay. Kann man irgendwo jetzt zurzeit was von dir sehen, oder? Jetzt momentan, es sind ein paar Sachen gerade gedreht worden. Ein Teil, das ist jetzt noch, läuft noch auf Festivals, kann man also auf Festivals sehen, das heißt Golden Oriole. Das ist richtig cool. Dann gab es einen Flüchtlingsfilm letztens. Und dann noch ein paar Imagefilme. Also das sind so die Sachen, von denen ich weiß. Es gibt natürlich immer mal wieder irgendwo Wiederholungen oder irgend so ein Kram, ne? Aber das sind die Sachen, die momentan dann mal zu sehen sind. Was planst du denn für die Zukunft? Außer die Dinge, die wir zusammen machen. Außer die Dinge, die wir zusammen machen, ja. Nein, also die natürlich hauptsächlich. Ja, für die Zukunft ist einiges geplant. Also es war für dieses Jahr ein bisschen was gedacht. Das hat sich aber irgendwie alles verschoben, weil es nicht finanziert werden konnte oder ähnliches. Aber es sind so tolle Projekte in Zukunft. Die werden dann, glaube ich, alle nächstes Jahr sein. Das ist als Ten Shots, das ist eine Krimiserie. Dann die Chroniken der Ewigkeit. Das ist eine Science-Fiction-Serie, in der ich den Raumschiff-Kommandanten spiele. Da freue ich mich sehr drauf. Dann Confused, unser Western. Also das ist auch, Western müssen auch sein, ja, ne, nächstes Jahr. Und ja, noch vielleicht noch 2, 3 Kurzfilme. Also es kommt auf jeden Fall einiges. Da freue ich mich drauf. Also ihr Lieben, ich möchte jetzt mal einen richtig großen Applaus für unseren Stefan Job haben, der das hier richtig geil macht. Danke. Es macht mir auch Spaß, das hier zu machen. Also wirklich immer wieder. Ich finde es toll, dass ihr immer alle kommt. Ich finde das echt super, die Resonanz hier. Und viele auch einfach sagen, das ist der wichtigste Branchentreff überhaupt für den Film. Weil in Köln oder in anderen Sachen, da kommen immer nur so 30 Leute. Und dass hier doch immer ein paar mehr sind, finde ich echt super. Das ziehen wir weiter durch und wir werden immer weiter Spaß haben. Danke euch.